Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, danke vielmals für euer Feedback. Hat uns sehr gefreut. Hoffen, dass wir weiterhin euch etwas geben können, was euch inspiriert, über etwas nachzudenken. Heute wollen wir etwas thematisieren, wo der Kontext im Fokus stehen soll. Häufig höre ich, dass man so der Sport und die Wirtschaft, und es gibt ganz viele Parallelen und über das wird auch so gerne geredet. Es gibt aber auch einen wichtigen Unterschied und aus meiner Sicht ist das eben der Kontext. Der Jörg Wetzel, mein Mentor in der Sportpsychologie, hat immer von dem Spielzimmer vom Leben erzählt. Und ich finde das noch heute eine mega schöne Metapher für den Sport. Und im Sport gibt es einfach Sachen, die anders sind wie im Leben. Und Spieltheorie erklärt das mega schön und um das handelt unser Video. Werd auch du zum unendlichen Spieler in deinem Leben. Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, wo jeder Mensch sein natürliches Potenzial entfalten kann. Im letzten Video haben wir Prinzipien von der Sonnenseite angeschaut. Heute wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob wir das Spiel, wo wir drin sind, überhaupt verstehen. Spieltheorie hat da zwei spannende Ansätze. Es gibt gemäß der Spieltheorie endliche Spiele, die haben das Anfang, das Ende, klare Regeln und auch über eine Übereinstimmung über das Endziel. So zum Beispiel ein Fußballmatch. 90 Minuten, klare Regeln und wer am Schluss das Goal mehr geschossen hat, hat gewonnen. Es gibt aber auch unendliche Spiele. Beispiele dafür sind Arbeit, das Leben oder aber auch Karriere im Sport. Und dort merkt man schnell, dass es eben nicht mehr darum geht, besser sein wie jemand anders, sondern täglich dazu lernen. Egal ob im Tennis, im Curling oder im Schach, jeder Athlet ist gut beraten, die Aufgabe zu fokussieren. Und trotzdem finden wir überall Ratings, die Welt Nummer 1, die Leader im Weltcup, Topscorer und auch die Wirtschaft redet die Sprache. Nummer 1 sein, besser sein als Konkurrenz, besser sein als die anderen. Häufig wird vergessen, dass es eben für die unendlichen Spiele gar keine richtige Regel gibt. Es gibt keine Einschränkungen, was die Ressourcen anbelangt. Und es wird nie einen Gewinner oder Verlierer geben. Das muss verstanden werden, sowohl in der Wirtschaft wie auch im Sport. Ein spannendes Beispiel aus dem näheren Umfeld, das ich relativ gut kenne, ist IB. 2010 habe ich dürfen Teil sein vom Staff von IB und dann dort Finalissima gegen den FC Basel verloren. Für die Stadt war das eine grosse Niederlage damals. Heute, 10 Jahre später, habe ich das Gefühl, dass vielleicht genau das gebraucht hat, um eine langfristige Ausrichtung zu erschaffen und um mit den richtigen Leuten in den richtigen Funktionen eine Kultur zu entwickeln, wo nachhaltiger Erfolg möglich ist. Auch wir haben uns dem verschrieben, in unserer täglichen Arbeit wollen Gruppen, Organisationen dabei helfen, täglich besser zu werden. Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch es verdient, ein Umfeld vorzufinden an der Arbeit, wo er oder sie ihres oder seines natürliches Potenzial kann entfalten. Merci vielmals, Noel, dass du bereit bist, uns doch kurz zwei Fragen zu beantworten zu dem Thema endliche oder unendliche Spieler. Und was uns Wunder nimmt, ist natürlich schon deine Realität im Schach. Wie erlebst du das und wie
Oder was für Hürden hast du in deiner Karriere bereits getroffen, die dich ein bisschen gehindert haben, der unendliche Spieler zu sein, den du vielleicht gerne wärst? Ja, sehr gerne teile ich da etwas. Für mich ist es wirklich schwierig, wenn ich mich nur auf das Resultat oder auf den Gegner fokussiere. Dann geht der Fokus aufs Unendliche weg. Dann hat man das Gefühl, es geht jetzt nur um den Tag heute. Es geht nur, dass ich gewinne und nicht darum, dass ich gut spiele. Und ich glaube, das bringt einem so ein bisschen an ein Limit. Und wenn ich mich wirklich auf mich fokussiere und mir überlege, was ist eigentlich mein Ziel? Mein Ziel ist, mich selber zu verbessern, besser zu werden, besser zu sein, als ich gestern war. Dann komme ich in ein Mindset rein, wo ich einfach frei kann mein Spiel spielen und mir gar nicht gross überlegen, wer sitzt gegenüber. Weil was er dann am Schluss macht, kann ich nicht bestimmen. Und im Schach ist es so, wenn beide gut spielen, gibt es ein Unentschieden. Und wenn ich mich zu fest verkrampfe, dass ich unbedingt gewinnen muss, das ist etwas, das gar nicht geht im Schach. Also wenn der Gegner gut spielt, dann spielt er einfach gut. Und ich glaube, das ist ein grosser Punkt, den man sonst auch im Alltag kann brauchen kann, dass man sich einfach auf sich selber versucht zu fokussieren. Was will ich erreichen? Wo will ich hin? Und dann ist man viel freier. Auch im Schach gibt es Weltranglisten oder eben die Elo-Punkte. Und mich nimmt es sehr wunder, wie du in deiner Karriere mit denen umgegangen bist. Also wie war das früher gewesen? Wie ist es vielleicht heute? Und wie würdest du dir wünschen, dass das in Zukunft ist, dein Umgang mit denen nicht kontrollierbare Faktoren? Ja, es ist sicher so, dass die Elo-Punkte etwas vom Schwierigsten sind, sage ich jetzt mal, wenn es darum geht, zu einem Infinite-Player zu werden, weil man misst sich einfach teilweise an diesem Weltranglistenplatz und denkt, ja, wenn ich jetzt an diesem Turnier noch einmal besser spiele oder diese Partie gewinne, dann gewinne ich 5 Punkte und dann komme ich so viel weiter in der Weltrangliste. Und dann träumt man von irgendetwas, was einfach nicht Realität ist und eigentlich auch gar nicht so wichtig ist. Und das ist sicher früher noch stärker gewesen. Ich glaube, als Junior, wenn man sich noch in der Schweiz messen muss und vielleicht für Qualifikationsplätze die Elo braucht, ist es noch stärker gewesen. Mittlerweile kann ich es ein bisschen besser, aber ich würde lügen, wenn ich würde sagen, das ist nicht mehr das Problem für mich, sage ich. Das ist sicher noch etwas, wo ich dran arbeite und mein Ziel wäre es, dass ich mich mehr darauf fokussieren kann, was bin ich, was schaffe ich, was will ich mich selber weiterentwickeln und meinen Wert nicht an dieser Weltrangliste messen. Hoffen Sie, das Video angesprochen hat und inspiriert hat, um darüber nachzudenken, wo du stehst in deinem Spiel vom Leben. Merci vielmals auch für alle Rückmeldungen auf die Videos. Wir haben uns sehr gefreut. Und im nächsten Video wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was uns eigentlich glücklich macht in den Tätigkeiten, die wir machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige von euch wieder dabei sind. Ich möchte mich auch beim Noel herzlich bedanken, dass er hier zur Verfügung gestanden ist für das Interview. Und auch die er nicht gesehen im Hintergrund, Katrin und Dave, danke vielmals. Und mir bleibt nur noch euch, grazie Fitch, sagen. Danke für das Wesentlichste, was ihr uns schenken könnt, nämlich eure Zeit und eure Aufmerksamkeit.